Lässt du diese Frage zu? Ja? Bitte schön. Frau Kollegin, vor wenigen Minuten hat eine Ihrer Fraktionskolleginnen gesagt, man soll die Türkei gleich behandeln, wie jedes andere Beitrittswerberland bisher behandelt wurde. Sie haben sicher als zypriotische Abgeordnete schon überprüft, ob es bisher schon ein Beitrittswerberland gab, das ein anderes Mitgliedsland der Europäischen Union definitiv ablehnt, dessen Souveränität negiert, einen Teil der Europäischen Union, nämlich ein halbes Mitgliedsland, besetzt hält und ob es ein anderes Land als Beitrittswerberland gegeben hat, das seinen eigenen Völkermord, einen der scheußlichsten Völkermorde der Geschichte, nämlich jenen an den Armeniern, leugnet. Können Sie mir ein derartiges Beitrittsland nennen, damit ich nachvollziehen kann, ob es tatsächlich eine Gleichbehandlung für Mitgliedswerberländer geben soll, wo die Türkei alle diese Spielräume sich erlauben darf? Ja, natürlich genießt die Türkei eine privilegierte Position. Ich denke, alle haben das nachvollziehen können. Und natürlich hat die Türkei sich an viele Bestimmungen nicht gehalten, die ihr von der Europäischen Union abverlangt worden sind. Sie hat beispielsweise nicht die Erklärung am 21. Dezember akzeptiert. Sie hat das Protokoll von Ankara nicht umgesetzt. Und sie spricht aber nach wie vor mit der Europäischen Union, ohne die Republik Zypern zu respektieren. Sie hat die zyprische Präsidentschaft nicht akzeptiert. Und sie untergräbt den Versuch der Republik Zypern, diese Vorräte an Erdgas und Erdöl aus dem zyprischen Meer zu gewinnen. Und ich hatte auch die gleiche Frage an den Herrn Kommissar bereits gerichtet vor geraumer Zeit, gerade im Zusammenhang mit diesem Vorgehen der Türkei. Und ich denke, wir müssen den Grundsätzen und den Werten der Europäischen Union uns zuwenden. Und wir dürfen nicht die Argumente der Türkei mittragen. Danke schön, Eleni. Frau Boskurt, eine Minute.